Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Far Cry Primal. So, wir haben hier ein wenig Knochenstaub für den Udam besorgt. Und als nächstes werden wir uns drauf und dran machen, dass wir zurückkommen. Aber wir müssen hier noch ein paar Pfeile herstellen und ein bisschen Holz mitnehmen. Und ein paar Steine. Und mit dem Ton weiß ich nicht. Da müssten wir zur Not mal im Lager gucken, wie es ausschaut. Ob wir denn da genügend vorrätig haben. So, dann machen wir mal eine Schnellreise, würde ich sagen, in unser Heimatdorf. Ja, was so ein lustiger Zufall ist, ich habe mir ja quasi zwischen den Folgen so ein Nasenputzgerät geholt und das ist ein Ice Age Taschentuch und was ist drauf? Diego. Das will mir irgendetwas sagen und zwar nicht, dass ich da rein muss, sondern hier rein. Das will mir sagen, dass die Bestie hier nicht gerufen werden kann. Okay. Ton. Haben wir allgemein Ton? Ja. Belohnungslager. Ist okay. Oh, Nordton. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. So, 40. Und dann... Die machen schon wieder Party hier. Nicht so laut. Nicht, dass sich die Nachbarn beschweren, ne? Jetzt können wir, denke ich, mal ausbauen. Ich komme gleich zu dir. Ausbauen. Alter, die Figur rechts sieht mal heiß aus. Da kann man schlecht träumen. Yes. So. Also, hier dein Knochenstaub, mein Kumpel. Guarsta Takar. Machi Kabalpur Gal. Nu da Harha. Schön. Ihr habt doch alles so ein Rad ab. So, was mache ich denn jetzt? Ich könnte hier hoch in das Gebiet, aber was mache ich hier oben? Das ist so ein rotes Gebiet. Was macht man da? Ich könnte hier oben vielleicht nochmal gucken, was es da oben gibt. Aber mehr auch nicht. So, ich mache erstmal überall hier voll. Okay. Und dann... Was haben wir denn noch? Seltene Pflanzen finden. Schön. Halte beim Zielen das gedrückt, um Tiere zu markieren. Na, brauchen wir eigentlich weniger. Du erleidest weniger Schaden durch Tierangriffe und gegnerische Nahkampftreffer. Reduziert außerdem die Chance von Gegnern, umgeworfen zu werden. Was ist das hier? Stellt bei der manuellen Heilung plus einen Gesundheitsbalken wieder her. Bis zu 3 können insgesamt wiederhergestellt werden. 2 Tobsuchtsbomben. Okay. Stellt 2 Stachelbomben her. Nahrungsrezepten wirken statt 120-150 Sekunden. Ein Takedown auf große und mächtige Anführer. Was war das hier? Erhöht den Schaden, den deine Waffen bei Tieren anrichten. Oh, das ist gut. Oder wollte ich hier für irgendwas sparen? Ich glaube nicht, ne? Naja, haben wir ja eh bald wieder die nächsten Punkte. So, wir schauen uns mal eben fix dort oben um, was das da oben jetzt eigentlich ist. Ich bin ja gespannt. Vielleicht finden wir da oben noch irgendetwas, was man machen kann. Wir müssen auf jeden Fall weiter nach Nordosten. Genau, die Richtung schaut halbwegs gut aus.
Oh nein. Oh, ich habe schon wieder zu früh gedrückt. Das gibt's doch nicht. Huch, hallo. So, das ist aber ein total unfreundliches Gebiet, wenn du es so anguckst, ne? Das tut bestimmt weh. Na geht. Die Galai-Mündung. Bin gespannt, was wir jetzt dann entdecken. Da ist noch ein bisschen lilanes Blattwerk. Müssen wir auf dem Weg bleiben? Können theoretisch auf dem Weg bleiben. Aber ich reite mal auf Diego, das geht. Du bist nicht Diego. Ich hole jetzt Diego. Diego! Wo will er hin? Ja, mein Feiger. Da ist er wieder. So, also. Oh, ging aber schön durch den Kopf. Ja, lass mal liegen. Wir wollen los, Diego. Hier, halt, stopp. Wir haben es eilig. Achso, das sind wieder so Nebenmissionen. Ich habe keine Zeit für euch, Lappen. Richtung. Oh, warte mal, Rotblatt. Das kann ich vom Tier aus machen. Geil. Hol ich mir das da auch noch gleich. So, ich hoffe, es ist nicht zu dunkel, weil was mir aufgefallen ist bei Wildlands, wenn ich das normal spiele und normal sehe, ist es in der Aufnahme trotzdem saumäßig dunkel, muss ich sagen. Ach, guck mal hier, da ist noch ein NSA, ein Nashorn-Außenposten quasi. Freuen wir uns. So, und wenn wir den haben, müssten wir eigentlich sämtliche Außenposten haben. Warte mal, das könnte man doch auf der Karte irgendwo... Interface... Ach nee, warte, Interface... Handwerk, Dorf, Beutetasche, Hilfe... Nee, wo war denn das? Wo war denn das? War das hier irgendwo? Ubisoft, speichern, bla... Nee? Na gut. Dann sei es halt erstmal drum. Armes Mammut. Bäh. Täglichen. Achso, schon wieder tägliche Rohstoffe. Alter, mein Lager ist bald voll, hä? So, schauen wir uns das Ganze mal an. Hier ist was los. Das ist so ein kleines Lager am nördlichsten Punkt. Ja.
Ah, komm, wir lassen das mal. Wir lassen das Tierchen mal frei und sorgen mal für Ablenkung. Dann können wir hier schon mal hoch. Shit, der hat natürlich wieder was gerufen. Was ist denn mit dem los? Meine Güte. Schießt da. Immer meinen Miezekatze in Ruhe. So, gegen die Jungs helfen ja die Schwerter ganz gut. Ach, warte mal, nein, das ist die Wildkatze. Meine ist doch hier. Hey, you! Wie er da liegt. Nee, lass mal. Na, ich hab einen Wurf ab, du. Leck mich am Arsch. Ist den weggefädelt. So. Alle tot. 15 von 15 Außenposten erobert. Wenn ihr Bevölkerung erhöht. Sehr geil. Clubaktion beendet. Gibt 30 Yubi-Credits. Wo ist die, Diego? Das Katzentier. Das kommt hier nicht raus. Sehr schön. Komme ich da hoch? Nee. Diego, führ mich zum Tier. Ich muss es häuten. Hier ist Blut, da liegt es. So, jetzt haben wir hier sämtliche Bedrohungen eliminiert. Und hier geht es jetzt irgendwie mit der Hauptstory weiter, wenn ich das jetzt richtig sehe. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt von dem Typen den Auftrag, beziehungsweise das Rezept, wie wir diese komischen Bomben herstellen. Wäre eine Möglichkeit. Schnell was essen hier. Hallo. Ich möchte gerne mit dir reden. Hallo. Udan, Daguach, Tam Marshasar, Guanarch, Manu Da, Latsewa. Na, Marshasar, Jarta Laikwa. U, Swasar, Guan. Urus, Salwaya.
Puh. Also wieder ein paar Sonnenläufe über den Jordan schicken. Meine Güte. A mag B nicht, B mag A nicht und C darf natürlich zwischendurch vermitteln. Das ist unser schweres Los, das wir haben. Wo ist denn das? Da unten? Naja, da. Machen wir doch eine Schnellreise darunter. Ich glaube, wir bewegen uns ganz langsam, bewegen wir uns hier Richtung Ende zu. Wobei ich das auch auf einer Seite wieder nicht glauben kann, sofern die 50% von der Hauptstory sind. So, warte mal, Langbogen rausgepackt. Warte mal, das ist total falsch. Da muss ich hin. Da so. Da ist noch ein Stein. Das sieht man ja jetzt glücklicherweise alles auf der Karte. Ah, es ist wieder so eine Kletteraktion. Wie lange machen wir das hier eigentlich jetzt schon? Schon eine recht lange Zeit, ne? Fast ein Jahr lang, glaube ich. Oder? Gott, ich weiß es nicht. Oh, guck mal da. Boah, ich muss lernen. Also wieder lernen, dass hier die Pfeile nicht so extrem nach unten ziehen wie in manch anderen Spielen, sag ich mal. Über uns kreist ein Geier oder so. Oh, der ist ja nett. Ja gut, dann nimm du sie. So bin ich zu meinem Diego. Alles teile ich mit ihm. Gibt's hier was zum Klettern? Eher nicht so, ne? Oh, da ist nochmal so ein Dreiecksdingsbums. Irgendwo dort oben. Ist der Fall wieder runtergekommen? 3 von 25. Oh. Na, ein paar Nebenmissionen haben wir gesagt, können wir machen, aber nicht alles, weil ich denke mal, das wird dann auch irgendwann langweilig. Ich weiß immer hier nur beschütze und töte und bla. Schwestern des Feuers. Ja, bitte, was soll ich denn tun? Töte die Isila-Schwestern und durchsuchen ihre Leichen, um da zu rächen. Okay. So, wir rufen als erstes wieder Kumpel Eule. Alter, hier ist auch einiges los, ne? Tja, aber die wollen bestimmt genauso wenig dieses Ding hier frei rumlaufen haben wie ich. Ablenkung bestätigt. So, wo komme ich denn jetzt am schönsten hier hoch? Was ist schon tot? Sonnenläufer-Trophäen. Ah, ne. Du kommst jetzt aber nicht zu mir, oder? Nee, ich glaube, er läuft weg. Nee, es kommt wieder. Nicht zu mir. Irgendwas brennt hier? Das? Wie war denn das mit Anzünden? Achso, das war irgendwie entzünden.
Zünden wir da hinten einfach mal was an. Sollen sie brennen? Ich habe getroffen. Coole Sache. So. Da freut er sich, wenn er trifft, ne? Sagen wir es. Warte mal, ich brauche mal eben kurz hier. Sorry. Ich habe aufgeschrieben. So, weitersuchen. Hä? Ach, da habe ich einen erschossen, oder? Geh mal kurz gucken. Jo. Shit. Aua. Schnell durchsuchen. Und dann schnell weg. Weil brennen ist ungeil. Na komm, Diego. Lass uns von denen nicht verscheißern. So, schnell kaputt machen. So, wo bist du denn? In der Hütte? Wie kommst du denn da hin? Machen wir schnell noch die beiden Dinger hier einsammeln. So, jetzt müssten wir eigentlich so ziemlich alles haben. Genau. Schwestern des Feuers abgeschlossen. Schön, schön. Mehr Fähigkeiten. Wir haben 2 Punkte. Sturzflug, deine Eule kann nun auch mächtige Elite-Gegner. Die Ausruhzeit wird begrenzt. Du bist nicht mehr auf Tierfett angewiesen. Das ist gut. Wenn deine Waffe brennt, setzt, brennt automatisch alle danach ausgerüsteten Waffen. Okay, das ist auch gut. Naja, dann warten wir noch ein bisschen. Oh, hi. Entschuldige. Notwehr. So, dann gehen wir mal zurück und dann schauen wir, ob es denn jetzt dann noch irgendeine Mission gibt. Weil wenn es jetzt dann nur noch Nebenmissionen gibt, dann machen wir halt noch eine Folge Nebenmissionen. Und ja. Dann wird sich das, denke ich, auch dann langsam zum Ende neigen, wenn jetzt nicht noch irgendein Storypfad auf einmal aufgeht. Ich hatte eigentlich gedacht, da gibt es dann irgendwie einen Abspann und ein Ende und so, aber irgendwie nicht so, ne? Da! Ball! Ja! Dann! Haiwa ul balar. Nu ul guanta. Tabal malchasar. Mubalasar. Kapalpur Guardu Martipar Takar
Da. Guan. Schlau, Dragoas. Wieso zum Geier habe ich Ressourcen ausgegeben, um seine Hütte auszubauen, wenn er tot ist? Na, für seinen Kleinen vielleicht. Das ist vielleicht eine Alternative. Wo ist er überhaupt, der kleine Scheißer? Naja. Warte mal kurz. Da. So, ich bin mal gespannt. Jetzt gibt's bestimmt voll die Mega-Party. Ulla, Marwa, Sush, Dugistar, Shah, Masidam, Shabala. Nati Haika, Guasta, Saila. Salwa, Urus, Winja, Nashman, Waida. Takar, Nashman, Dwayarsh. Shaja! Mas guarbeti guarish. Tibal shayu. Twinja yoga. Takar guarbati. Takar guarbati. Takar u har. Nu tibrayash swarsta. Das Land von Orus erobert. Ja Mensch, jetzt gibt's doch einen Abspann. Freunde, das war also die Hauptstory von Far Cry Primal. Bin ein bisschen, also die Story an sich ganz gut. Aber so das ganze Spiel an sich, weißt du, da hat mir persönlich hat da irgendwie so ein bisschen was gefehlt. Klar, es sah geil aus, mal eine andere Zeit und so weiter, aber irgendwie so ein richtiges Endding, wo ich sag, das hat mich jetzt so richtig gepackt und gefesselt, so dieses Überding. Ja, hat irgendwie gefehlt, leider Gottes. Die Musik ist auch gerade recht laut, ne? Naja. Trotz alledem, es hat Spaß gemacht. Wir machen jetzt dann noch eine Folge mit Nebenmissionen, mal so ein bisschen noch in der Gegend rumeiern und so. Und ja, übernächste Woche mal gucken, beziehungsweise ich laber nächste Woche ja eh noch ein bisschen. Ich lasse jetzt auf jeden Fall den Abspann noch durchlaufen, sage vielen lieben Dank fürs Einschalten und wie gesagt, nächste Woche sehen wir uns hier nochmal in der Steinzeit, wo wir noch ein paar Nebenmissionen machen. Bis dann, macht es gut und Tschüssikowski!
Thank you.
Winja Salwa. Mam Urus Ati Jauha.